Guten Morgen, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet guten Start in Freitag. Heute ist der 8. September. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Das ist die Tagesbotschaft für heute. Es ist eine Kollektivlegung. Ich lege natürlich auch Privatlegungen. Bitte bei mir melden, persönlich per E-Mail oder WhatsApp. Das besprechen wir dann weiter. Es ist eine Kollektivlegung und es sollte dir helfen, reflektieren und anschauen deine Situation. Vielleicht bekommst du einen oder anderen Impuls. Das hier ist eine direkte oder indirekte Legung. Das bedeutet, es kann dich betreffen oder auch Menschen, die du beobachtest in deiner Umwelt. Ich kenne dich nicht, also liebe Männer, bitte ummünzen. Und heutige Mitteilung ist noch, ich habe noch, werde noch weitere zwei Videos machen heute. Und ich bin ein bisschen am Ausprobieren von sozusagen, wie die Seite aussehen sollte, in der ihr mich erkennt. Also nicht wundern, wenn ihr sie plötzlich neue Bilder irgendwo sieht und so weiter. Ich freue mich für jeden Like, Abonnement und Kommentar. Und vielen Dank für die Kommentare. Die teilnehmen automatisch an einer Gewinnverlosung in dieser Woche. Ich werde am 14. mitteilen, wer hat gewonnen. Es handelt sich um eine kostenlose Beratung bei mir. So, wir fangen an. Schauen wir, was diese Woche denn so noch kommt oder noch heute. Oder was ist die Themen hier momentan? So, das ist Beruf, geschäftliche und finanzielle. Das Soziale. Die Liebe. Und jetzt kommt noch das Schicksal. So, wunderbar. Fangen wir an. Du überlegst, was das Finanzielle betrifft, über eine Reise, aber die ist schlecht gemeistert. Es ist gewisserweise wie Flucht. Es ist plötzlich, entscheidest, oh, ich reise irgendwo hin. Wir haben diese Wochenende tolles Wetter. Bei dieser Reise, das muss nicht sein, gleich Urlaub oder wegfahren weit weg. Es kann auch sein, dass du sagst, okay, ich jetzt fahre in den nächsten Ort oder nächsten größeren Ort und bummle durch die Stadt oder sowas in die Art. Und das wird ein bisschen schlecht vorbereitet. Also man hat nicht alles dabei, man vergisst etwas zu Hause. Oder auch man hat keinen wirklichen Plan, wie man das möchte machen oder was man plant damit sozusagen. Aber du spielst mit diesen Gedanken, vielleicht in anderen Ort einkaufen fahren oder irgendwelche Geschäfte aufsuchen oder vielleicht noch sowas in die Art. Das kann auch natürlich sein, auch weitere Reisen. Aber ich relativiere es. Und du wirst erfahren oder auch wirst zu tun haben mit einer Person, die in Partnerwahl ist ziemlich, ja, unglücklich. Die hat nicht so gutes Händchen und es geht um Geldsorgen und Sorgen aller Art, was dich wird auch etwas bekümmern. Die zweite Reue, das soziale Leben. Oh, hier geht es um die Seelenpartnerschaft. Also, oh, sogar sehr gut. Sehr gut. In den sozialen Bereich. Du möchtest, ich habe übrigens sehr, sehr gut gemischt, bevor ich habe jetzt angefangen zu legen. Und gestern war der Seelenpartnerschaft und die Diplomatie.
Ich glaube, gestern, schaut ein Video an. Und hier geht es wieder. Es geht diplomatische Vereinbarung mit einem Seelenpartner. Du überlegst, wie man spricht mit diesem Seelenpartner. Es ist Seelenverwandter. Es ist jemand, mit dem sehr gut du verstehst. Es kann auch sein Zwillinge, also Zwillinge von Zeichen. Aber auch, das kann auch sein, dass du innerhalb von 9 Tagen überlegst, etwas Diplomatisches unternehmen im sozialen Bereich. Aber, also sozial ist es Freunde, Verwandte, Großteile von Familie, Kollegen und so weiter. Hier geht es Erfolg. Erfolg durch auch einen Ratgeber. Das, was du hier überlegst, du wirst wirklich super Erfolg haben. Das ist Glückskarte. Da kommt etwas auf dich sehr Gutes zu. Möglicherweise ist es sehr weise Person, ist es im Spiel, aber es kann auch sein, dass jemand dir, wo du planst hier Gespräch mit deinen Seelenverwandten und überlegst, bekommst du berufliche Nachrichten. Weil diese Kombination ist sehr, sehr gut. Vor allem Glückskarte, das ist 16 Lotto mit Superzahl. Also ich freue mich, wenn es bestimmte Glückskarten kommen. Das sieht gut aus. So, überleg dir, was du momentan auch zu tun hast mit deinen Seelenverwandten. Weil, wie ich schon sagte, es war schon gestern. Ich habe nicht mehr auf die Reihe sozusagen genau, was da war. Weil ich eben auch mache Privatkartenlegungen und ganz ehrlich zu sagen, bei so vielen Kartenlegungen, ich komme nicht mehr hinterher. Also ich erinnere mich nicht an den Kartenlegungen insgesamt. Ne? Aber ich erinnere, da war Seelenpartnerschaft und auch diplomatisch etwas. Auf jeden Fall war Seelenpartner. Weil das dann auffällt mir. So, hier geht es um eine Person, die genießt Sexualität. Diese Person möchte irgendwie Lob haben oder wertschätzen, aber es ist schwierig. Es kann auch sein, dass innerhalb von 12 Tagen diese Person überlegt, also das ist die Liebe, diese Person überlegt, dass diese Streitigkeiten, was ihr habt miteinander oder in deren Leben ist, sind beendet. Und das plant man, dass man sollte das machen innerhalb von 12 Tagen. Das kann auch sein, Krebsperson, die möchte, also Person, die Krebszeichen geboren ist, möchte, dass diese trügerische Versöhnung ist zu Ende. Es wird aber stattfinden so, dass man die Beziehung, die man hat, oder die Verbindung, wird man aufgeben und geben ein Abschiedsgeschenk. Wenn du hast in deine Liebesangelegenheiten jemand, der eine Rolle spielt, außer deinem Partner, dann kann es auch dafür stehen. Aber diese Person überlegt auch beenden zur Beziehung, weil das ist eine Beziehungskarte und das ist Abschied nehmen. Vielleicht auch Abschiedsgeschenk als Gespräch oder Abschiedsgeschenk als innerliches etwas geben. Hier möchte sozusagen jemand aus der Liebesangelegenheit in deinem Leben oder in eigenen Leben aussteigen, weil das ist trügerische Versöhnung. Und man plant sozusagen, was das betrifft, aufzulösen. Oder man darüber macht sich Gedanken. Man beschäftigt sich damit. Weil hier ist sehr viel Streitigkeiten. Und das ist ein Mensch, ich normalerweise habe immer gewählt als Frau, aber es ist auch natürlich auch Männer sind sehr genussvoll, was die Sexualität betrifft. Und kann mit Sexualität, Pornografie oder Erotik zusammenarbeiten. Das muss nicht sofort irgendwie mit Nacktmodell sein. Das kann auch sein, jemand, der ist in Werbeagentur ist und hat Aufträge sozusagen für Damen, die in horizontalen Bereich arbeitet und für den macht man Werbung oder irgendwas im digitalen Bereich oder Zeitung oder wie auch immer. Also es ist ein sehr dehnbares Begriff.
Aber das hat mit Sicherheit zu tun mit Sexualität und Genuss von Sexualität oder Erotik und Pornografie. Das ist auch vielleicht auch ein Mensch, der ist sexuell sehr, sehr offen. Oder auch sozusagen auch Besuch ab L'Osamos, wo man als Pärchen oder auch alleine kann in diesen Genuss kommen. So. Hier geht es um eine Frau in den Schicksal. Und diese Frau ist, oder auch Mann, diese Person ist wirklich, was das Finanzielle betrifft, wirklich unzuverlässig. Und das ist eine Person, die immer wieder kommt in irgendwelchen Problemen. Die haben wirklich Händchen für Probleme. Es ist, ich würde nicht sagen Drama Queen oder Drama Queen oder Drama King, aber es gibt Menschen, die wirklich. Man denkt jetzt gerade, Gott sei Dank geht es diese Person besser, die hat jetzt Kummer und Probleme gelöst, da kommt das Nächste. Und die haben sozusagen ständige Herausforderungen. Und auch gewisse Weise, das ist das leider, das traurig ist, die machen sich auch die Probleme. Es gibt Menschen, die suchen ständig Probleme, um wegzukommen, weil wollen Ruhe im eigenen Leben und konzentrieren auf andere Sachen. Diese Menschen brauchen gewisse Art von Probleme. Diese Person möchte unternehmen etwas mit einem jungen Person. Das ist eine Person, die vielleicht mit Wimpernschlag, das könnte Tochter oder auch Sohn sein oder auch jemand, der sehr charmant ist und ja, auch ein bisschen leicht manipuliert mit Lächeln. Ne? Also es ist, ich würde nicht sagen, dass es bösartig ist, aber eher so, du möchtest doch auch, du wolltest mir doch was Schönes geben. Also es ist auf niedliche Art die Manipulation, auf, wo man schwach wird, wo man weiß auch, dass man manipuliert wird. Ne? Und das ist nicht bösartig, sondern es ist so, ja, süß gewisse Weise. Ne? Also es ist. Für mich, diese Karte ist meines ältesten Sohnes. Er muss nur mau und ich kriege weiches Herz, auch wenn ich was anderes vorgenommen habe. Oder auch, ja, das ist eine Person, wo man auch weiß ganz genau, dass man eigentlich wird jetzt um den Finger gewickelt. Ja, und diese Person, diese Frau wird wahrscheinlich innerhalb von 3, 4 Tagen mit jemand unterhalten, Kontakt haben, das eine oder andere übersprechen über neue Unternehmungen diese Person gegenüber. So, das ist die Kartenlegung Tagesbotschaft für heute, für den 8. September. Ich hoffe, ihr habt wunderbare Wochenende. Genießt noch diesen Wärme, diese Hitze. Es ist heute Morgen war ich um 6 Uhr auf und ich habe gemerkt, oh, es ist dunkel. Und wenn ich dann schaue, bald ist Tag und Nacht gleiche, dann ich mag nicht so gerne im Herbst diese Dunkelheit und auch im Winter. Also genießt auf jeden Fall diesen tollen Wetter, was noch da ist oder vorhanden ist. Macht was Schönes, geht vielleicht irgendwo Kaffee trinken, nutzt es wirklich. So, ich wünsche euch wunderbare Zeit, wunderschöne Zeit. Ich freue mich für jeden Like, Abonnement und Kommentar und bis bald.